Ihr Lieben, ich darf euch heute was ganz Besonderes präsentieren. Und zwar habe ich den Falco zu Gast und wir haben uns vorgenommen, die aktuelle Situation In Europa. zu beleuchten. Wir haben dazu das Tarot-Deck gelegt und wir möchten euch gerne erörtern, wie die derzeitige Lage bei jedem Einzelnen und im Kollektiv aussieht. Falco, magst du beginnen? Ja, auf jeden Fall gerne. Also wir haben in unserer aktuellen Situation den Hierophant falsch herum liegen. Genau, das zeigt uns, beziehungsweise das zeigt an, dass man gerade hin und her geschlagen ist mit Ratschlägen, dass man nicht so richtig weiß, wem man folgen soll und dass man einen Mangel an Entschlossenheit hat. Sag Falco, was denkst du, wen der Hierophant darstellt in der aktuellen Situation? Ich denke, das Volk eher das nicht so richtig weiß, wem es folgen soll, weil der Hierophant ist der weltliche Herrscher sozusagen über das Wohlergehen, die Struktur und Hierarchien. Darum, wenn er auf dem Kopf ist, weiß man nicht so recht, sich da einzuordnen, denke ich. Gut, das verwirrt die Menschen also. Ja. Okay, links vom Hierophant haben wir den Ritter der Münzen. Der zeigt uns hier ein paar eilige Entschlüsse aus der Vergangenheit, die vielleicht auch nicht so ganz bedacht wurden manchmal und übereilte Sachen. Vom Volk ausgehend oder von Herrschern ausgehend? Von Herrschern, denke ich, ausgehend. Ja, das kann man bestimmt so sofort unterschreiben. Ja, über dem Hierophant sehen wir, in welchem Bewusstsein die meisten Menschen gerade sind. Und mit dem Ast der Kelche sehen wir, dass viele gerade zum einen auf Neuanfänge bedacht sind, aber auch in ihren Wünschen feststecken und Hoffnungen und Träume träumen. Aber das fehlt der Entschluss dazu. Aber alle sehnen sich nach einer Neugeburt. Das auf jeden Fall. Die Herausforderung gerade mit dem Ast der Schwerter ist, dass viele von ihren Gefühlen zu sehr geleitet sind und nicht so richtig die Entscheidungen gut treffen können. Das, ja, fordert gerade heraus und ist eine Belastung in der Situation, diese Entscheidungsunschlüssigkeit. Und der unbewusste Einfluss gerade, den wir darunter mit den acht Kelchen, der zeigt, dass, also die Karte steht auch für einen Neuanfang und etwas hinter sich lassen, aber dazu sind viele nicht so richtig bereit. Also die wollen Veränderungen haben und die wollen es besser haben, aber dafür wird nichts anderem Platz gemacht. Also es wird nicht losgelassen und Aber es schwelt in den Menschen. ja, aber sie schieben das von sich weg eher. Das ist im Unbewusstsein. Einerseits wünschen sich die Menschen das so sehr, wie hier oben zu sehen ist. Es wird hier ausgebremst Ja. und die Unentschlossenheit liegt dort. Und weil man wohl nicht weiß, wie man es machen muss. Das ist wichtig, wenn man es besser und schöner haben möchte. Dann zum einen muss man sowieso etwas dafür tun und zum anderen muss man auch etwas anderes manchmal gehen lassen, dann, dass für etwas Neues Platz wird. Und dieser Schritt fehlt ein bisschen. Okay, dann machen wir jetzt weiter in dem Schlüssel des Tarot. Da oben liegen ja noch vier Karten. Was haben denn die für eine Bedeutung? Wo beginnen wir da oben? Wir genau beginnen oben mit dem Turm und der zeigt unseren Einfluss auf die jetzige Situation. Mit dem Turm dort oben kann man sagen, dass wir selber auch gerade einstürzen. Das sind nicht nur die äußeren Strukturen irgendwie, die anfangen zu bröckeln, sondern wir bröckeln genauso und sind nicht stabil. Also das Innere und das Äußere ist am Zerbröckeln. Ja. Und der Turm sieht ja auch immer ein bisschen sehr bedrohlich aus.
Oh ja. So nach dem Motto, das Kartenhaus stürzt zusammen. Ja, was hat denn hier an dieser Stelle der Magier damit zu tun? Ja, der Magier dort zeigt den äußeren Einfluss. Mit dem Magier würde ich sagen, dass das nicht greifbare Sachen so sind. Also es wird auf verschiedenen Ebenen auf einen eingewirkt. Das sind nicht nur Nachrichten und Politik, die man sehen kann oder generell das Weltgeschehen, sondern das ist genauso auf anderen energetischen Ebenen, auf denen man sozusagen bearbeitet wird. Ja, traurig. Traurig. Und was hat das zur Folge? Das können wir unten gleich sehen. Also die fünf Stäbe hier zeigen die Befürchtung in der Situation an. Wovor haben die Menschen Angst? Was ist? Ja, man sieht ja auch eine kriegerische Auseinandersetzung dort. Genau, die fünf Stäbe stehen nämlich für Kämpfe, die zwar nicht im schwersten Sinne sind, aber trotzdem Diskussionen, Auseinandersetzungen, Kämpfe. Und viele Menschen haben davor Angst gerade oder dahin schwebt so die Befürchtung. Ja, weil ja mittels Medien und ja auf verschiedenen Ebenen dahingehend auf uns eingewirkt wird. Ja, die Angst wird geschürt. Das auf jeden Fall. Ja, was ja schon an und für sich eine Unverschämtheit ist, aber wie finden die Menschen denn einen Weg daraus? Das Ergebnis unten der Stern ist eine sehr gute Karte. Sie zeigt eigentlich die Lösung von Problemen an, dass Dinge überstanden werden. Und ja, das ist eine sehr gute Karte eigentlich, der Stern. Der zeigt, dass alles gut ausgeht und in Ordnung ist. Ja, der Stern hat ja auch mehrere Bedeutungen, auch auf seelischer Ebene. Oh ja. Kannst du uns da noch was zu sagen? Das kommt ganz auf die Fragestellung an, wo der Stern auftaucht. Wenn du fragst, wie es mit deinem Partner weitergeht, sagt der Stern für immer. Aber in der Situation ist es, denke ich, ein guter Ausgang von diesen Schwierigkeiten aktuell. Allerdings muss dafür viel mehr Stabilität entstehen in jedem, dass er, also dass jeder sich eine Meinung bildet, dass jeder aufsteht, beziehungsweise zumindest seine Gedanken so weit sortiert, dass er klar sagen kann, was er möchte und denkt. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, an den man möglichst schnell kommen sollte. Also die Menschen müssen wieder in ihrer Kraft stehen, jeder Einzelne. Ja, und vor allem die Gedanken ordnen. Das ist überall hier eine Hin- und Hergerissenheit in den Karten zu sehen. Überall Zwiespalt, auch innerlich. Und der muss erstmal beiseite. Wir haben ja aber noch ein paar mehr Karten dazugelegt, die uns darauf Hinweise geben. Ja, Wollen wir die mal dazulegen? auf jeden Fall. Welches Deck ist denn das? Das sind schöne Engelskarten von Duane Virtue. So. Jetzt haben wir neben dem Turm die Karte Recovery. Die steht dafür, dass wir uns zurückziehen sollen in uns, dass wir uns dort aufbauen sollen. Das passt sehr gut zum Turm und es ist sozusagen die Lösung dafür. Neben dem Magier steht Be Assertive, also sei bestimmend. Das passt auch sehr gut, denn der äußere Einfluss kommt dann weniger an uns ran oder zu uns durch, wenn wir klar sind und wenn wir unsere Meinung haben und wenn wir zu unseren Gedanken klar stehen. Das ist sozusagen auch ein Schutz für uns. Darf ich noch mal was einwerfen? Auf jeden Fall. Siehst du, was der Engel da in der Hand hält, was der Magier da in der Hand hält, hat das noch eine bestimmte Bedeutung? Dasselbe Zeichen, das ist ja spannend. Also beim Magier steht, dass er mittels seiner Hände die Kraft von oben durch seinen Körper auf die Erde zieht mit der anderen Hand.
Ja, das verbunden mit den Welten. Genau. Und der Engel zeigt mit seiner Hand, mit seinem Stab, was ist denn das eigentlich? Zepter. Ja, auch nach oben, so wie der Magier hier. Heißt es also, man soll sich mit seinen höheren Kräften verbinden und von dort aus Energie ziehen? Ja, das ist eine schöne Interpretation. Das kann auf jeden Fall gut sein. Fühlt sich stimmig an. Hier haben wir Wähle eine neue Richtung. Das passt mit den fünf Stäben dahingehend, dass man sich von den Ängsten zum einen befreien soll, weil Ängste sowieso nicht hilfreich sind, aber auch, dass man generell aus dieser kämpferischen Haltung rauskommen darf, mehr locker lassen, mehr Frieden innerlich schaffen. Dieser Greuel, der da geschürt wird, kann ein bisschen nachlassen. Also man muss zur Ruhe kommen und das alles Ja. nicht so auf sich wirken lassen, was der Magier versucht hier auszuüben. Ja, genau, nicht auf sich wirken lassen. Das ist das Wichtigste. Und was liegt da Schönes neben dem Stern? Da steht einfach nur ja. Die Bestätigung dafür, dass das einen guten Ausgang nimmt, alles, dass die Probleme und Differenzen gelöst werden und dass man sich nicht die Sorgen machen muss. Ja, danke, danke. Das ist prima. Das ist echt beruhigend, nach dem, was man jetzt alles so gehört hat. Oh ja, auf jeden Fall. Das tat auch gut zu sehen. Ja, wir haben ja noch ein paar mehr Karten dazu gelegt. Ja. Was wollen wir den Menschen denn als nächstes zeigen? Ja, ich habe zu unserem Kartendeck noch ein paar andere Karten gezogen. Als erstes habe ich ihm halt die Waage gezogen, die bedeutet, dass etwas nicht im Gleichgewicht ist. Und zwar die Gefühle, die Wünsche, die jeder Mensch so hegt, die nicht im Einklang sind mit dem Geschehen, was passiert, dass man sich halt, also dass man nicht genau weiß, wo rechts und wo links ist und das ganze Kartenhaus zum Einsturz bringen kann. Und dass dazu eben halt, dass es Rückzug notwendig ist. genau, es ist Rückzug notwendig, damit wieder alles in die Waage kommt. Zu den Herrschern hier habe ich interessanterweise den Löwen gezogen. Was zeigt, dass diese Karten von Magier angefangen, über den Hierophanten, über die falschen Entscheidungen und über die Unschlüssigkeit, was passiert ist und dass man nach vorne blicken sollte, von starken, mächtigen Menschen getroffen werden. Können natürlich auch Wesen sein. Sehr beachtlich, ja. Ja, sehr starke Menschen. Und diese Stagnation, in der die Menschen sich befinden und nicht wissen, ja, was sie jetzt gerade machen sollen, ob sie nach links hüpfen sollen oder Ab nach welchen rechts. Stein sie springen sollen. Genau. Ja, ganz passend zum Steinbock. Ja, der auch immer sehr lange überlegt, was ist jetzt richtig, was ist falsch und eine gewisse Gefühlskälte an den Tag legt. Und wieder ins Gefühl kommen, das wurde uns hier unten bei dem Stern ja gezeigt, im Einklang mit dem Ja von den schönen Engelskarten hier. Da soll es ja hingehen und dazu ist wohl notwendig, dass man aus diesem eiskalten Bereich, den der Steinbock hier anzeigt, herauskommt. Genau, und der Stern kann uns auch noch zeigen, dass wir energetische höhere Hilfe bekommen, dass wir uns mehr verbinden müssen mit unseren, was auch immer wir möchten, und ja, dass wir so Unterstützung aus der geistigen Welt bekommen können. Und der Zeitraum dazu habe ich die Karte gezogen, rechne mit einem Monat. Das ist ziemlich kurzfristig, finde ich. Eindeutig, ja. Da müssen wir uns aber beeilen, dass wir das Video rauskriegen, Hau rein, Annie, genau. Ja, war schön, dass ihr dabei wart, uns zugeguckt habt. Wir hoffen sehr, dass euch die Kartenlegung eine Hilfe war, dass ihr ein bisschen gefestigter und klarer seid und werdet. Und wir wünschen euch von Herzen eine schöne, erfolgreiche Zeit. Haut rein. Ja, und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr in euch steht, dass ihr zur Ruhe kommt, dass ihr euch positionieren könnt aus dieser ruhigen Position, dass ihr euch mit der Quelle verbindet
und daraus weise Entscheidungen treffen könnt. So wie es der Stern vorhersagt. Alles Gute, ihr Lieben. Ciao.